Leute, ja, was geht? Go. Es ist unglaublich, dass es trotzdem stattfindet. Trotz Mickey, heute endlich wieder um 10 Uhr Mario Kart. Mit dabei ist heute leider nicht Flying Uwe, dafür aber Carsten. Moin, Jungs. Mickey. Moin. Kevin. Moin. Und Solution. Moin, Meisters. Wir fahren wie immer 4 Runden, dann geht's weiter. Die Reihenfolge heute ist ich. Ja, und. Ja, und wie dann? Sascha, dann ich, dann Carsten. Dann Solution an Mickey. Das ist die Reihenfolge für perfekt. Heute. Perfekt. Uwe, wie gesagt, leider nicht da in New York. Das heißt aber trotzdem, dass Solution ich auf einem schlechteren Car fährt. Es geht los. Viel Spaß mit der Episode. Check die Jungs aus. Links in der Videobeschreibung. Let's fucking go. Digga, machst du es hauptberuflich, Sascha? Ich strip hauptberuflich. Jungs, soll ich Mucka nehmen oder nicht? Jungs, soll ich Mucka nehmen oder nicht? Ja, natürlich. Ja, natürlich, Bro. What the fuck? Nur weil Uwe nicht da ist, oder was? Let's go. Will noch jemand Grüße an Spenny raushauen? Hallo Spenny, du bist der Beste. Was geht? Mit den Besties. Spenny, viel Spaß. Arbeit, Digga, wichtig. Spenny, wann kommst du wieder vorbei? Vlog-Content von mir klauen und Feuer hochladen. dann geht er davor noch zu. Der ist davor noch bei Lazzo. Das ist auch Ich weiß, der hat den Gag auch letztens gemacht. Ja. Snitch it in. Ich hoffe, Sascha schickt dir das Video erst um 12 Uhr, um 12 Uhr nachts, Digga, dass du schon abends cutten musst. So, let's go. So asozial. Das Ding ist halt, Uwe ist zwar nicht dabei, aber man merkt es bei den Aufnahmen gar nicht, weil Uwe ist der leiseste von allen. Jawohl, Yoshita. So, erstes Rennen, Freunde. Let's go, erstes Rennen. Guter Start, wichtig. Solution auf einem guten Kart. Let's go. Und jetzt hier geht's rein in den Drift. Und der Drift hört erst auf. Nein, der hört jetzt. Oh mein Gott! Ey, Solution! Mickey! Ey! Ihr Idiot! Hallo! Sascha, Wette. Wie sieht's aus? Machen wir eine kleine Wette? Ja, für die Besties, ein Zehner. Auf in Willkommenszehner. Schmeckt. Ich hatte Grundstückbesichtigung, bald kann ich nicht mehr wetten, wenn das alles klappt. Was? Grundschulbesichtigung? Ja, Grundstückbesichtigung. Ach so, okay, sorry. Ja, das kennt nur Simon Unge. Ja, ist so. Kevin! Brech! Oh. Carsten! Ja, Digga, so ein Fahrfehler. Carsten! So ein Fahrfehler wieder gemacht. Carsten, mein Bester! Ja. Digga, mein Setup ist ja auch wieder richtig geil eingestellt. Ich höre einfach den Sound so 2 Sekunden verzögert. Ist auch Mickey? Mickey, du bist doch scheiße, ne? Ist unfassbar mit dir. Verfickt, ey, wer klaut mein fucking Pilz, Alter? Marcel Ehres in der Lobby. Mickey, wo fliegt die Blaue hin, hä? Sascha, wo bist denn du eigentlich? Auf dem Lifestyle-Platz. Bist du nicht. Wo bist du? Ich bin auch so auf dem Live, also man könnte sagen auf dem Lifestyle-Platz auch. Ey, die Bombe, ne? Also. Oh, und er immer kein Geschenk. Die Junge! Die Blaue ist gebackt. Was war mit der los? Oh mein fucking Gott. Kevin Erster? Digga, niemals. Digga, hast du ein anderes Kart? Was? Er holt mal Kevin weg vom Ey, der CPU! Ne, Carsten. Ah doch, CPU. Digga, hast du ein anderes Kart? Ja, hab ich, aber es ist auch ein Muck-Kart, das ist auch scheiße. Nimm ein anderes Kart. Das ist schon scheiße, was willst du von mir? Ey, Danny, nicht so laut meine Aufnahme. Nimm ein anderes. Ja, okay, das ist halt lächerlich, ich schwör auf alles, das ist eh schon... Carsten, die Feuerpflanze. Ich verbrenn mich selber, aua! Get doch mal Level Clipper. Oh, die Banane von Danny, dem Affen! Hol jetzt mal Kevin weg, Idioten! Digga, Sascha ist heute gut drauf, gefällt mir, Alter. Ja, weil ich so früh aufgewacht bin. Carsten! Ich hab einen Blowjob bekommen vor der Aufnahme, Digga. Ey, Junge, also, was ist das denn? Hab ich gar nicht. Kevin! Yo! Ich hab da Oh mein Gott! Schicksalsschlag! Die hat einen Stern! Kevin! Kevin ist wie Spiegel! Voll süßig! Oh mein Gott! Digga! Ich guck so in den Rückspiegel, denk mir nichts Böses. Auf einmal sehe ich Sascha mit so einem Bastardstern an. Das ist die Folge meines Lebens. Bro, warum fährst du so gut Mario Kart, Kevin? Chill mal, Alter. Von 5 Mitfahrern wieder einen soliden 5. Platz geholt, Jungs. Dabei sein ist alles, Carsten, wichtig. Dabei sein ist alles. Auch mal in den Babypark reinkommen. Ja, weil ich bin heute mal früh aufgewacht und irgendwie bin ich schon ein bisschen aktiv gewesen. Ich sage euch so, das Grundstück, Jungs, wenn ich das bekomme, ist vorbei. Lol, back to back meine Strecke, okay? So, zweites Rennen, Partystraße, gute Strecke. Ich glaube, ich bin auf einem OP-Setup mit meinem Champ auch. Beim Champ einfach? Ja. Ey, ganz kurz auch nochmal für die Leute, ich bin froh, dass Mickey heute mit dabei ist.
Mir ist es ganz neu, dass Mickey auf einmal VIP, der VIPs geworden ist. Man muss sich nach Mickey richten, es geht nach niemandem anderen mehr. Ich kenne niemanden. Also Mickey, ehrlich, Digga, du bist so braindead. Eine Woche, weißt du? Brother, du bist mein so. Mein Handy wurde geklaut. Auch ja, letzte Woche schon, Master. Auch letzte Woche. Also. Ausrede, Alter. Digga, Mickey, ohne Spaß. Kevin hat schon fast die Mario Kart Gruppe verlassen. Der war am Durchziehen. Ja, jeder hat's gefühlt. Gestern war, ey, funny, Alter. Also, ja, wenn wir irgendwann nicht mehr Mario Kart mit der Gruppe spielen, dann bedankt euch bei Mickey Livestream, Alter. Das Ding ist halt einfach, ich muss mal auch einfach dazu sagen, Digga. Die Jungs sagen, ja, warum meldest du dich? Warum meldest du dich nicht? Ja, ist Digga, halt so. Ich habe gesagt, mein Handy wurde geklaut. Wie soll ich dich melden? Wie? Das war letzte Woche auch schon so. Einfach auch mal mit einfach auf Oldschool-Basis mit Münztelefon anrufen, Alter. What the fuck? Die 5 Euro Telekom-Karte rein. WhatsApp-Web anhauen und abfahren. Ja, ist echt so, Alter. Mickey hat sein, Handy verloren, gefühlt, er kann nicht mehr leben, Alter. What the fuck? Hättest halt mal wieder die... Hättest halt die... Hä, was? 14 Tage Knast, 2 Tage Zelle. Hier, Kevin. Mach mal langsam. Ach, Sascha, scheiße. Ja, dich, Digga. Das Ding ist halt auch... Ich sag's euch, Mickey hätte sich in dem Moment bestimmt die Damen Kevin. Von Mykonos gewünscht, die auch gut und gerne nochmal seinen Koffer eingeräumt haben am Abreisetag, Alter. Was war das denn, Carsten? Hä? War's eine Bombe? Ich hab mich verdrückt. Also, Sascha, was soll denn das jetzt? Warum sagst du denn sowas? Ja, Mickey, ich finde, du hast dich einfach krass verändert. Ehrlich. Ey, Sascha, hier, lass dich mal schmecken. Ja, okay, nein, ich will nicht schmecken. Okay. Ich hab mich spieß verfahren. Hallo, Hilfe. Oh, die Banane wird. Ich auch. Ja, perfekt. Kein Buh. Digga. Danny haucht dir schon wieder in den Nacken. Scheißtag, ehrlich. Mit der Mastwampe. Ey, kennt ihr das Emote Scheißtag auf Twitch? Ja. Und 70, das ist gerade mein Leben. Ich krieg 2 Bomben. Lol. Kars und Trotz. Oh, da wird mir die Bombe geklaut. Ja. Weißt du, wie viel Pech ich wieder hab, Danny? Ich wollte die Bombe gerade mir in den Arsch klemmen und dann kam die rote, ey. Ja, Pech hat sie weiter, Carsten. Hat 4, weil 4 steht für Lifestyle. Carsten, schon mal überlegt, einen Podcast zu machen? Ja. Mit deiner Mutter. Und wie heißt der Podcast? Bettgeflüster. Kannst du nicht aus. Im Sex-Podcast würde ich so ahnen, ich würde den so rein. Junge, der Podcast, der Chat-Funktion. Ich hab wirklich einiges an Erfahrung gesammelt und ich hab da auch keine Hemmungen drüber zu reden. Das Problem, ich lieb das am. Ich fand so geil, nach der ersten Folge oder der zweiten. Wo wir die Schulstories erzählt haben. Da hat einer, also ich glaube, ein Top-Kommentar bei mir war: Carsten hat wieder den Story generiert. Ja, das wollte ich gerade sagen. Carsten hat auf Google den Story generiert. Genau dasselbe wollte ich auch sagen. Oh nein, wie tief bin ich gesunken? Das ist so witzig. Ja, nee, boah. Aber stell dich vor: Sex-Podcast mit Carsten und Uwe. Bro, Alter. Hey Jungs, es kommen nur meine Strecken. Aber ja, ein Sex-Podcast mit Carsten und Uwe, wie könnte der heißen? Ab durch die Hecke. Also, ey, auch an den Chat. Mit Elotrix und Uwe, Junge. Auch an den Chat, die das jetzt sehen. Ihr könnt gerne Vorschläge für einen Podcast-Name von Uwe und Carsten reinbausten. Ja. Und das Gute ist, dass Mickey nicht dabei ist, weil sonst würde der Podcast genau eine Folge lang gehen. Danach würde nichts mehr kommen. Ja. Genau. Nicht mal die erste Folge würde euch zustande kommen, Digga. Oh, ja, weil Mickey wieder Placements hat, Alter. Weil Mickey zu der eigenen Aufnahme nicht kommt. Ja. Ist das geisteskrank. Werde ich hier teuer abgestempelt, wirklich. Dabei seid ihr alle die teuersten, die man überhaupt kennt. Nee, also du musst dir vorstellen, ich bin seit so vielen Jahren mit Latze befreundet. Der ist schon schlimmer, aber der ist nichts gegen dich zu dir, Alter. Du lebst. Ey, hier, Kevin, komm. Junge, ihr dumm. Ja. Ich will auch wieder einen Samstag rein. Kevin! Jawohl. Alter, wenn Spenny noch einmal was hört in seinem Leben. Ich erinnere mich, Sascha, an diesen einen geilen Clip, wo du mit Lazo zocken wolltest und dann hast du so gesagt so, ja, vielleicht hat er eine Chick bei sich und dann schaust du seinen Stream und dann sitzt da echt so eine in seiner Bro, das Station. Bro, das war zu hart. Das war's mit dem Zocken heute. Carsten! Das war, ich sag dir so, Carsten, das war zu hart. Das war ehrlich zu hart, Mann, als er wirklich mit einer da saß. In seiner Football Prime ist einfach Scheiße, Mann, Alter. Ey, das war einfach reines Gemetzel. Aber aus Ich weiß noch, wir saßen bei Simon Ange
beim 30-Tages-Stream, da habe ich euch das erste Mal kennengelernt und Nico zeigt mir einfach so ein zweites Phone, wo er nur so bei WhatsApp so uneingespeicherte Nummern hat. Okay, aber auch aus Respekt zu der Freundin, es war ja alles mal, ne? Also, ja, also back in the days. Ja. Ja. Hey, Mann! Egal, aber Pilz. Five-Head mit der zweiten Nummer. Ja, das fühlst du, oder? Das ist ja auch eine Story parat. Ach, Digga, Danny, du bist ein kleiner... Ja. Ihr gönnt euch die Bombe, Jungs. Oh. Ey, was ist denn mit der Grünen los? Oh, ist das schön. Oh, Boost! Ich bin noch nie so schlecht gefahren wie gerade. Wirklich. Die Bombe! Danny. Ey! Schicksal? Ja! Ach, ja. Auf dich ist auch Ich Fall. Hoffe, ich hätte noch Zweiter werden können. Perfekt, Männer, ich bin Fünfter geworden. Läuft ja 1A. Oh, wie geil. Richtig. Hä? Mich wurde auch überholt, okay? Aber ich würde da alles raushauen, Bruder. Das ist halt für die jüngeren Zuschauer ist das voll interessant. Da kann man denen wirklich was mitgeben, Digga. Letztes Rennen. Ey, wie schnell das heute geht, ist unglaublich. Danke, Micky, dass du da bist. Sascha, fick dich, Digga. Das ist so... Euch alle, die ganze Gruppe! Vor allem Papa Platte, dass er die aus der Gruppe rausgehen wollte. Mein scheiß Handy wurde geklaut. Hallo! Oh, ich liebe es. So nicht auch so. Verständnis für einen rothaarigen Mann. Damals war ich immer der Typ, der so angeschissen wurde und jetzt ist einfach Micky. Danny ist so glücklich. Ja, ey, Micky fährt doch auf sein Mr. Worldwide. Ey, nein. Mr. Worldwide. Ey, ich press zwei rote. Ja, Micky, du rote Sau. Sascha, um einen Zehner. Okay. Der hat eigentlich gerade gewonnen. Den Zehner. Wir haben nur in der ersten Folge gewettet irgendwie. Kevin! Digga, wie viele roten hast du? What the fuck, Nick? Ja, und ich hab auch einen roten Schwanz! Okay, das war die Information, die wir nicht wissen wollten, tatsächlich. Doch, ich will das wissen. Verbrennt euch jetzt mal! Junge, verpiss dich, Sascha! Carsten, Rohmeister. Schön am Pilverfeuerzeug, Alter. Ey, Mann. Direkt Karma, Digga. Oh, dieses. Bruder, ich bin so langsam, Digga. So wie Micky in der WhatsApp-Gruppe antwortet, Digga. Ja. Ziemlich lahm. Ja. Also, wenn du der Micky wärst in der WhatsApp-Gruppe, dann wärst du jetzt gar nicht da, Mann. Dann wäre ich letzter, Digga. Ja. Die Bombe. Kevin! Die Bombe war vollkommen verloren. Oh mein Gott, was ein Snipe! Danny! Ja, respektlos. Der war respektlos. Junge, Micky. Ey, wohl fahr ich. Oh! Digga. Ey, ich hab Angst vor diesem Boomerang. Oh, wow. Ich auch. Oh, Micky zieht durch. Ey, wer hat denn so viel Rote? Ey, das war ich. Kuss. Nee. Hier, Sascha. Tschüss. Ja! Haste! Ja! Die Rote und dann die Grüne. Junge, ich kann so nerven, Alter. Wie dumm. Micky. Boah, verpiss dich mit diesem Boomerang, Alter, wirklich. Oh, Micky. Der ist für dich. Oh, ich treffe ihn sogar. Ja, schauen, reingehauen. Ach, Digga. Hier, Micky, lass dir schmecken. Hier, Sascha, ach, Digga, schmecken. Ihr seid wirklich. Ach, Digga. Ey, wie fahr ich? Scheiß auf euch alle, wirklich. Scheiß auf euch. Drei Pilze. Oh. Ey, die Rote. Ihr seid solche Mist. Ja, das war's. GG an Kevin. Ja, GG. Warte. Szene hat er sich wieder zurückgewonnen, Alter, weil ihr alle dumm und hässlich seid. Oh, was ist das? Oha! GG's! Verpiss dich so los! Ey, Mann! Sascha, auf dem letzten wieder, alles wie immer, ganz normaler Samstag. Junge, du hast 41 Punkte, ich hab 43, Mann, halt's Maul. Ey, Carsten, Glückwunsch zum ersten gewonnenen Cup, seitdem wir das machen. So, GG's an alle. Ich bin Dritter geworden, auch nicht schlecht. GG an Carsten, Solution. Ja, Kevin, Micky, keine Ahnung, was die da machen. Ey, wenn es euch gefallen hat, lasst es uns wissen. Die Stimmung ist top. Schaut bei den Jungs vorbei, es wird sich lohnen. Micky seine Folge. Auf die Podcast-Namen. Bin ich auch sehr gespannt. Micky seine Folge wird die beste, weil die wird eine ASMR-Folge von uns allen sein, außer von Micky. Schaut da gerne vorbei. Kurz geht raus.